Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Marco und seit Mai 2022 bin ich mit meiner Freundin Silvana für unbestimmte Zeit auf Weltreise. Vor kurzem waren wir erst in der Megametropole Dubai und darüber zeige ich euch jetzt unseren Reisebericht. Kommen wir als allererstes zu Beginn des Videos zum Punkt Einreise. Generell benötigen deutsche Staatsangehörige zur Einreise nach Dubai bzw. in die Vereinigten Arabischen Emirate noch einen mindestens 6 Monate gültigen Reisepass. Bis zu 90 Tagen Aufenthalt benötigt man bei touristischen Zwecken kein Visum. Stand Juni 2022 muss dann jetzt noch eines der folgenden drei Corona-Einreisevorschriften erfüllt werden. Entweder man ist vollständig gegen Corona geimpft, also doppelt geimpft. Dann hat man noch die Möglichkeit, einen PCR-Test zu machen, der vor Abflug nicht älter als 48 Stunden sein darf. Oder die dritte Möglichkeit, wenn man von Corona genesen ist, die Corona-Erkrankung darf aber nicht älter als 30 Tage her sein. Das sind aber alles nur Informationen, die aktuell im Juni 2022 gelten. Es kann sich natürlich täglich, wöchentlich, monatlich etwas ändern. Deswegen packe ich euch unten in die Videobeschreibung nochmal einen Link des Auswärtigen Amtes. Kommen wir jetzt zu ein paar allgemeinen Informationen über Dubai. Wo liegt denn Dubai überhaupt? Dubai liegt in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf dem asiatischen Kontinent, genauer gesagt auf der arabischen Halbinsel am Persischen Golf. Die offizielle Landessprache in Dubai ist natürlich Arabisch, aber Englisch wird wirklich nahezu überall gesprochen. Die offizielle Währung in Dubai ist der Dirham. Umgerechnet ist 1 Euro aktuell 3,9 Dirham, also knapp 4 Dirham. Ein Direktflug von Deutschland nach Dubai dauert ungefähr 5 bis 6 Stunden, kommt natürlich auch darauf an, wo man sich in Deutschland befindet. Was auch sehr gut ist, wenn man nach Dubai reist, dass es zu Deutschland keinen großen Unterschied von der Zeit ist. Zur aktuellen Sommerzeit ist uns Dubai 2 Stunden voraus, bei unserer Winterzeit ist uns Dubai 3 Stunden voraus. Wir waren Ende Mai in Dubai und es war wirklich vom Wetter sehr, sehr heiß. Wir hatten immer über 40 Grad und eigentlich ist ja Dubai dafür da, dass man Sehenswürdigkeiten anschaut. Und es war für uns persönlich eigentlich viel zu heiß. Im Juli, August wird es anscheinend noch heiß. Das kann bis zu 50 Grad werden. Also haben wir vielleicht ja noch Glück gehabt. Aber es eignet sich vielleicht besser, in unseren Wintermonaten nach Dubai zu fliegen, denn dann hat es angenehme 25 bis 30 Grad. Was für einige von euch vielleicht auch interessant sein könnte, ist, dass wenn man am Flughafen in Dubai ankommt, an der Passkontrolle ist, dann kann man nach der Touristen-SIM-Karte verlangen. Die hat 1 Gigabyte, ist aber ab Aktivierung nur 24 Stunden gültig. Man kann dann natürlich die SIM-Karte über eine App oder über den Store dort wieder aufladen. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich der Verpflegung in Dubai. Bei der Verpflegung in Dubai ist uns total aufgefallen, dass wenn man im Zentrum in Dubai essen geht oder zum Beispiel in den Malls wie die Dubai Mall oder die Mall of Emirates, dann ist es schon brutal teuer. Wir hatten aber unsere Unterkunft bzw. unser Hotel ein bisschen außerhalb von Dubai und da waren die Preise schon echt sehr günstig in den Restaurants oder sagen wir mal normal im Vergleich zu der Innenstadt. Wir hatten auch neben unserem Hotel ein McDonald's, da waren wir leider sehr oft essen, aber das war richtig günstig dort. Wenn euch also McDonald's schmeckt, ist es eine gute Alternative. Natürlich für euren Körper und für die Gesundheit ist es natürlich nicht so gut. Was vielleicht noch eine günstigere Alternative wäre zum Kochen, ist, dass man sich natürlich selbst verpflegt. Wenn man ein Apartment hat, wie zum Beispiel ein Airbnb mit einer Küche, dann sind die Supermärkte auch nicht so teuer. Ich würde mal sagen, es ist zum Vergleichen mit den Preisen in den Supermärkten wie in Deutschland. Kommen wir als nächstes zu der Fortbewegung in Dubai. Kommen wir zu der ersten Alternative, nämlich Taxis. Taxis sind in Dubai nicht so teuer wie zum Beispiel in Deutschland, also ist es sehr gut und günstig mit dem Taxi von A nach B zu kommen. Es gibt dann noch so Möglichkeiten wie verschiedene Apps, wie zum Beispiel auch Uber. Da wurde uns im Voraus immer wieder gesagt, dass es günstiger ist als die normalen öffentlichen Taxis. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die öffentlichen Taxis irgendwie ein bisschen günstiger waren. Eine noch günstigere Variante ist die Metro in Dubai. Das Streckennetz ist jetzt nicht so groß ausgebaut, aber man kommt wirklich an die wichtigsten Punkte meistens hin, wie zum Beispiel auch den Flughafen, wie die Mall of Emirates oder die Dubai Mall, den Burj Khalifa. Also was man eigentlich so sehen möchte, ist eigentlich mit der U-Bahn auch sehr gut und günstig zu erreichen. Und noch die letzte Möglichkeit, wenn man sich außerhalb von Dubai was anschauen möchte, wie zum Beispiel die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, nämlich Abu Dhabi, dann eignet sich ein Mietwagen sehr gut. Und jetzt zeige ich euch,
was man alles in Dubai erleben kann, beziehungsweise was wir uns alles angeschaut haben.
das waren jetzt so die Punkte, die man sich in Dubai anschauen kann, beziehungsweise die wir anschauen wollten. Es gibt aber natürlich noch viel andere Dinge anzuschauen und die haben wir aus folgenden Gründen nicht gemacht. Zum einen die Wüstensafari, die haben wir nicht gemacht, weil wir da irgendwie nicht so Lust drauf hatten. Es haben viele von euch gesagt, dass wir es machen sollen. Wir haben damals in Ägypten schon mal sowas Ähnliches gemacht. Wir wissen natürlich nicht, ob das jetzt in Dubai besser gewesen wäre, aber haben es für uns jetzt nicht gebraucht. Was wir noch sehr gerne in Dubai gemacht hätten, wäre Aura The View. Das ist ein Hotel, das ganz oben auf dem Hotel ein 360 Grad Infinity Pool mit dem Blick auf die berühmte Palme. Kostet ungefähr 50 Euro pro Person und man kann dann dort einen halben Tag verbringen. Wir haben leider zu spät gebucht, beziehungsweise wollten dann erst ein paar Tage davor buchen. Es waren keine Plätze mehr frei. Also wenn ihr auf sowas Lust habt, dann lieber ein paar Wochen davor reservieren. Dann wurde uns noch von vielen empfohlen, der Atlantis Adventure Wasserpark. Da wollten wir eigentlich hingehen, wir waren da aber geteilter Meinung, weil ich hätte es gern gemacht. Silvana eher nicht so, weil die nicht so aufs Rutschen steht und auf das Actionzeug. Aber im Endeffekt war uns das dann allgemein zu teuer, um das zu machen. Vor allem, wenn es nur eine Person machen möchte. Es hätte jetzt auch 80 Euro pro Person gekostet. Und wir sind ja noch länger auf Weltreise und haben uns dann das Geld einfach gespart. Dann wären wir sehr gerne zum Global Village gegangen. Das ist so ein riesiger Bereich, wo bis zu 90 Länder in verschiedenen Bauwerken nachgestellt werden. Und wo abends dann auch alles beleuchtet ist und sehr, sehr cool aussieht. Konnten wir aber leider nicht machen, da es leider zu dieser Zeit geschlossen hatte. Kommen wir zum Schluss. Wie immer zu den Kosten, was wir für 9 Nächte Dubai pro Person ausgegeben haben. Für unsere Unterkunft bzw. unser Hotel, in dem wir 9 Nächte waren, haben wir pro Person 188 Euro ausgegeben. Für unsere Verpflegung, wie zum Beispiel Essen und Trinken, haben wir pro Person 182 Euro ausgegeben. Für die Fortbewegung mit dem Taxi oder der Metro haben wir pro Person 73 Euro ausgegeben. Dann noch der letzte Punkt Ausflüge, als wir zum Beispiel auf den Burj Khalifa hochgegangen sind, ins Dubai Aquarium oder zu unserem Tagesausflug nach Abu Dhabi, da haben wir pro Person 93 Euro ausgegeben. Wir sind schon wieder am Ende des YouTube-Videos. Ich hoffe, euch hat der Dubai-Reisebericht gefallen bzw. konnte euch weiterhelfen oder sogar ein paar Tipps geben, falls ihr selber mal nach Dubai reisen wollt. Dubai ist ja ein Teil unserer Weltreise und aktuell sind wir immer noch am Anfang unserer Weltreise und uns würde es total freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet und natürlich, wenn ihr unsere Weltreise-Videos auch anschauen würdet und freue mich auf einen Daumen nach oben. Also, ciao!